Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Elektroautos, kaufen oder nicht kaufen? Das ist die Frage. Bei uns in Deutschland haben viele immer noch große Vorurteile und total falsche Vorstellungen, was Elektroautos betrifft. Und viele dieser falschen Vorstellungen liegen an bewusst falschen Informationen oder immer wieder herausgekramten Horrorgeschichten über geringe Reichweiten und endlos dauernde Langstreckenfahrten mit katastrophalen Problemen beim Aufladen. Aber hey, es ist doch Tatsache, dass Regierungen auf der ganzen Welt jetzt damit angefangen haben, per Gesetz den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren innerhalb der nächsten 10 Jahre ungefähr so gut wie unmöglich zu machen, Stichwort Abgasgrenzwerte. Und so langsam fangen auch alle großen Hersteller damit an, Milliarden in Elektromobilität zu stecken. Und das sollte auch mal so langsam in den Köpfen der Skeptiker ankommen, nämlich dass es wahrscheinlich nie einen besseren Zeitpunkt gab, um über ein Elektroauto nachzudenken als jetzt. Moment mal, Moment mal. Du tust ja gerade so, als gäbe es gar keine Probleme und ein Elektroauto wäre schon jetzt für jeden ohne Einschränkung geeignet. Das stimmt ja so leider nun mal gar nicht. Denn wenn man sich einfach so, ohne zu überlegen, ein E-Auto kauft, da kann man sich auch ganz schöne Schwierigkeiten einhandeln und am Ende ist man total unzufrieden damit. Nennen wir doch mal ein paar Gründe, warum man sich auch schon jetzt ein Elektroauto kaufen sollte. Na, fallen dir da ein paar sinnvoller ein? Was zur... Ja, er hat ja nicht ganz Unrecht. Es müssen halt schon ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Elektroauto auch zu euch passt. Vor allem muss man es eben wollen und offen sein für eine neue Art von Autogefühl. Das wäre ja schon mal ein guter Anfang. Und der Kauf eines Autos ist ja auch eine wichtige finanzielle Entscheidung. Und ihr wollt bestimmt auch sicher gehen, dass ihr die richtige Wahl getroffen habt. Und der Umstieg von etwas Gewohntem zu etwas, das neu und komplett elektrisch ist, das kann eben ganz schön abschreckend sein. In diesem Video spreche ich also mal über 8 Gründe, warum ihr vielleicht ein Elektroauto kaufen solltet, beziehungsweise warum ihr im Gegenteil vielleicht kein Elektroauto kaufen solltet. Vorab aber erstmal ein großes Dankeschön an Voltego, die haben dieses Video nämlich gesponsert. Voltego liefert euch Grünstrom mit einem ganz neuen Konzept, denn die liefern den Strom zu variablen Spotmarktpreisen, und zwar nur Grünstrom aus Wind und Sonne. Als Kunde könnt ihr im Voraus sehen, zu welchen Tageszeiten der Strom am günstigsten ist und dann eure Nutzung, also zum Beispiel das Aufladen eures Elektroautos, genau darauf abstimmen. Das Ganze ist voll flexibel und monatlich kündbar, also ohne Risiko. Hier das Ganze mal in 20 Sekunden auf den Punkt gebracht. Kommen wir jetzt also zu Punkt 1, wann ein Elektroauto vielleicht genau das Richtige für euch ist. Wir haben 48 Millionen Pkw in Deutschland. Circa 12 Millionen davon sind Zweitwagen. Und wenn ihr einen Zweitwagen habt, dann nutzt ihr den wahrscheinlich in der Regel für Kurzstreckenfahrten in der Stadt, fürs Einkaufen, Kinder zur Schule bringen oder zum Sport bringen, Kurzausflüge am Wochenende und. Stundenlange Autobahnfahrten macht ihr damit wahrscheinlich meistens nicht. Und damit ist so ein Zweitwagen der ideale Einstieg in die Elektromobilität. Ihr seid damit nämlich hauptsächlich in der Stadt unterwegs und gerade da ist ein Elektroauto jedem Verbrenner überlegen, weil leise, genug Reichweite, sehr agil und vor allem emissionsfrei. Wenn ihr also einen Zweitwagen besitzt, der ohnehin demnächst gegen einen neuen ausgewechselt werden soll oder überhaupt erstmal überlegt, einen Zweitwagen anzuschaffen, dann wäre ein Elektroauto vielleicht genau das Richtige für euch. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Ja, die Auswahl an Elektroautos hat seit letztem Jahr schlagartig zugenommen. Sie explodiert ja schon quasi, denn so gut wie jeder Hersteller bringt inzwischen neue Modelle raus. Kleinwagen, Mittelklasseautos, SUVs. Die Modellpalette ist echt mittlerweile so groß, dass einem die Auswahl schon fast wieder schwerfällt. Und so langsam entwickelt sich auch ein Gebrauchtwagenmarkt und in den nächsten Jahren dürfte die Modellpalette immer weiter zugunsten von E-Autos kippen. Und dann treten nämlich plötzlich neue Verbrennermodelle in den Hintergrund. Noch ist es natürlich nicht ganz so weit, aber die Entwicklung zeichnet sich ganz klar ab, vor allem getrieben durch den chinesischen Automarkt. Und vor allem getrieben durch Tesla bemühen sich die Hersteller, coole neue Technologien in die Autos einzubauen.
sei es für teilautonomes Fahren, digitale Vernetzung, Entertainment oder eben für die Navigation. Und wenn ihr also eher technikaffin seid, dann wäre ein Elektroauto vielleicht eine Überlegung wert. Wenn ihr mehr auf analoge Rundinstrumente oder einem Kassettendeck im Auto steht, dann solltet ihr vielleicht die Finger davon lassen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Bei den Kosten für ein Auto spielen die Anschaffungskosten natürlich erstmal die größte Rolle. Dazu kommt aber eben noch Kosten für die Versicherung, die Wartung, die Kosten pro gefahrenen Kilometer und der Wertverlust. Und der ADAC, der kam beim Vergleich von E-Autos und Verbrennern zu dem Schluss, rechnet man alle Kosten eines Autos zusammen, vom Kaufpreis über sämtliche Betriebs- und Wartungskosten bis hin zum Wertverlust, da schneiden die Elektroautos besser ab als Verbrenner. Das Elektroauto hat ja im Gegensatz zum Verbrenner kaum Verschleißteile und schon alleine aus diesem Grund hält sich der Wartungsaufwand sowie der regelmäßige und vor allem kostspielige Austausch von Verschleißteilen in überschaubaren Grenzen. Bremsen, Zahnriemen, Kupplung, Nockenwellen, Auspuff, Einspritzpumpen oder Getriebe, ganz zu schweigen vom nervigen Ölwechsel. Was nicht da ist, kann auch keinen Stress verursachen. Und pro Kilometer? Im Durchschnitt kann man bei einem Stromverbrauch von rund 15 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mit Kosten von so 5 bis 8 Euro auf 100 Kilometer rechnen. Und im Magazin E-Fahrer von der Chip-Redaktion gibt es dazu einen tollen Kostenrechner, wo man sich das für verschiedene Modelle selber ausrechnen kann. Und damit wären wir schon bei Punkt 4. Das persönliche Fahrprofil muss natürlich zu einem Elektroauto passen. Wenn ich also täglich im Außendienst unterwegs bin und buchstäblich die 1000 Kilometer am Tag runterreiße, dann ist das mit einem Elektroauto zwar auch möglich, zumindest mit einem mit hoher Reichweite und schneller Ladeleistung, also zum Beispiel einem Tesla oder Audi e-tron oder Porsche Taycan, aber man verliert eben doch Zeit und die hat man dann vielleicht nicht. Dann muss man sich eben ehrlich eingestehen, ein Elektroauto ist im Moment noch nichts für mich. Aber was ist mit der überwiegenden Mehrzahl an Fahrprofilen? Gut 40% der Pkw werden an einem durchschnittlichen Tag überhaupt nicht genutzt. Und die mittlere Betriebszeit pro Pkw am Tag liegt bei ungefähr 45 Minuten. Das sind nur 3% der Gesamtzeit eines Tages. Und im Mittel werden dabei knapp 2 Fahrten und 40 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Und die Jahresfahrleistung liegt so im Durchschnitt bei 14.700 Kilometer. Aber hier mal eine Grafik der durchschnittlichen Wegstrecke, die wir so am Tag zurücklegen. Nur 1% aller Pkw-Fahrten ist länger als 100 Kilometer. Also 99% aller Fahrten liegen von der Strecke her darunter. Und das ist so gut wie mit jedem Elektroauto machbar. Und man muss da noch nicht mal laden. Und jetzt zu Punkt 5. Wo kann ich laden? Wann muss ich laden? Und wann sollte ich laden? Wie lange stehe ich dann rum? Jeder, der sich ein Elektroauto kaufen will, sollte sich die passenden Antworten auf diese Fragen auf jeden Fall vorher überlegen. Fakt ist, 75% der Pkw aus Privathaushalten werden zu Hause auf einem privaten Stellplatz geparkt. Wenn wir also dafür sorgen können, dass auf diesen privaten Stellplätzen ein Ladeanschluss zur Verfügung steht, da wäre die erste Frage schon mal unwiderruflich beantwortet. Aber erstens kann das nicht jeder und zweitens fährt man ja auch mal längere Strecken und muss dann auch mal unterwegs nachladen. Für viele ist diese Vorstellung tatsächlich eine Angstvorstellung, mit Sicherheit auch geschürt durch die immer wieder auftauchenden Berichte von 6 Stunden Fahrdauer für 250 Kilometer, Überführungsfahrt nach dem E-Autokauf oder gestrandete Rentner auf dem Weg in den Urlaub mit dem nagelneuen Elektroauto. In der ersten Kennenlernphase zwischen euch und eurem E-Auto ist auf jeden Fall bei Langstrecken eine gewisse Vorplanung ratsam. Wenn sich dann aber erstmal Routine eingestellt hat und man das Auto besser kennt, dann geht das genauso wie das Tanken in Fleisch und Blut über. Man muss sich nur auf das Neue einlassen wollen. Die Ladeinfrastruktur ist jedenfalls längst praxistauglich. Hier mal ein Beispiel für alle die, die sich überlegen, einen Tesla zu kaufen. Hunderte von Schnellladestationen mit mindestens 8 Anschlüssen in ganz Europa, manchmal sind es sogar mehr als 20, die funktionieren auch alle noch zu 100% zuverlässig. Aber auch mit anderen Automarken scheitert eine Europatour nicht mehr an den fehlenden Schnellladern. Hier als Beispiel mal die Ladestation, die alleine Ionity in Europa betreibt. Da sind auch mindestens jeweils 4 Ladepunkte pro Station. Und in ganz Deutschland gibt es heute alleine ca. 1000 Schnelllader ab 100 kW Ladeleistung. Kommen wir zu Punkt 6.
Kosten sind ja nicht alles beim Kauf eines Autos. Denn wenn die Kosten das Einzige wären, worauf wir Wert legen, dann würde keiner auch nur daran denken, ein teures Oberklasse-Auto oder eine Luxuslimousine zu kaufen. Wenn man also mehr Geld für ein Auto ausgibt, dann sollte es auch bequemer sein. Ganz klar, man will ja nie mehr ausgeben für etwas, was weniger bequem ist als vorher. Und damit meine ich eben nicht die Sitze. Und genau das wird ja oft als Argument gegen Elektroautos genannt, weil zum Beispiel das Aufladen so super unbequem sein soll. Aber in Wirklichkeit ist das Argument eher das genaue Gegenteil, denn Elektroautos sind unter den richtigen Umständen um Längen bequemer. Hier sind die zwei wichtigsten Dinge, die man dazu berücksichtigen muss. Nummer 1, lebt ihr in einem Haushalt mit mehr als einem Auto? Und Nummer 2, habt ihr einen Platz zum Aufladen zu Hause? Wenn ihr beide Fragen mit Ja beantwortet, dann werdet ihr merken, dass ein Elektroauto viel bequemer ist als ein Verbrenner. Wenn ihr zu Hause keinen Platz zum Aufladen habt, heißt das natürlich nicht, dass ihr kein Elektroauto besitzen solltet, aber es ist in der Regel eben etwas mehr Aufwand. Wenn ihr zu Hause laden könnt, habt ihr jedes Mal, wenn ihr das Haus verlasst, einen vollen Akku, beziehungsweise fast voll, denn man soll ja nicht täglich auf 100% aufladen. Das heißt, ihr müsst euch nie Sorgen über Reichweitenangst machen. Ihr steigt in euer Auto ein und es ist voll. Das ist was man erst realisiert, wenn man es hat. Vorher kann man sich das gar nicht vorstellen, wie bequem sowas ist, weil man es ja eben ganz anders gewohnt war. Dann ist es nämlich plötzlich komisch, wenn man in einen Verbrenner steigt und merkt, oh, der Tank ist ja fast leer, und denkt, oh Kacke, ich muss irgendwo an einer Tankstelle einen Stopp einlegen, den ich gar nicht wollte, bevor ich in die Stadt fahre. Und dann habe ich womöglich auch noch Benzingeruch an den Händen. Wohlgemerkt, die persönlichen Umstände müssen stimmen. Und damit sind wir bei Punkt 7. Wer einmal mit einem Elektroauto gefahren ist, der merkt schnell, dass das Fahrgefühl ganz anders ist als mit einem Verbrenner. Durch den niedrigen Schwerpunkt wegen des Akkugewichts liegen die Elektroautos ganz anders auf der Straße. Dazu haben sie auch noch ein viel größeres Drehmoment und gehen oft ab wie eine Rakete. Zusammen mit der stufenlosen Beschleunigung und dem nicht vorhandenen Motorgeräusch macht das Fahren damit einfach viel mehr Laune. Petrolheads und Motorsound-Enthusiasten mögen das vielleicht nicht wollen, aber der durchschnittliche Fahrer, der wird es wahrscheinlich genießen. Vom Standpunkt des Luxus aus gesehen ist das ein riesiger Vorteil in Bezug auf die Fahrqualität. Ein weiterer Vorteil von Elektroautos ist die Möglichkeit, das Auto über eine App vorzuheizen oder vorzukühlen, bevor ihr losfahrt. Ich war letztes Jahr mit meinem Tesla in Südfrankreich und da habe ich diese Vorkühlung echt mehr als lieben gelernt. Für mich ein echtes Plus bei einem Elektroauto und immerhin, manche Verbrenner können das inzwischen ja auch. Und last but not least, Punkt 8. Der Autoverkehr muss klima- und umweltfreundlicher werden, das ist, glaube ich, völlig klar. Das Elektroauto kann dazu einen großen Beitrag leisten. Das gilt besonders für den Klimaschutz, wo das Elektroauto bereits heute deutliche Vorteile hat. Und dieser Vorsprung wird auch noch weiter zunehmen, denn der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung wächst ja immer weiter und soll in absehbarer Zeit nahe 100% liegen. Wenn ich heute ein Auto neu zulasse, dann fährt das wahrscheinlich auch 2030 noch auf der Straße. Und dann sind schon mindestens 65% des Stroms aus erneuerbaren Energien. So hat es zumindest der Klimaplan der Bundesregierung beschlossen. Und in der Realität, da wird der Anteil wahrscheinlich dann noch deutlich höher liegen, denn schon heute haben wir in den Sommermonaten einen Anteil von über 55%. Die Bilanz des Bundesumweltministeriums, wie umweltfreundlich sind Elektroautos, spricht da eine klare Sprache. Auch wenn immer mal wieder skeptische Studien veröffentlicht werden, da zweifelt trotzdem doch wohl keiner mal ernsthaft den Umweltvorteil von Elektroautos an. Die Vorteile beim CO2 sind eindeutig und bei den restlichen Emissionen, über die leider kaum jemand spricht, da sind sie ja noch deutlicher. Übrigens ist der Strombedarf für die immer wieder als Alternative ins Spiel gebrachten Brennstoffzellen mit Wasserstoff oder den E-Fuels, die den Verbrenner retten könnten, so hoch, dass niemand im Ernst wirklich an eine Zukunft für diese Antriebe glauben sollte. Noch umweltfreundlicher wäre es allerdings, wenn wir auf das eigene Auto komplett verzichten würden. Doch da muss eben jeder selber sein Umweltgewissen befragen. In der Videobeschreibung verlinke ich euch nochmal ein paar Quellen, die ich hier im Video genannt habe, dann könnt ihr dort auch mal selber nachschauen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir natürlich einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao.